Es ist Zeit, wieder allein zu sein. Zeit, die Freiheit zu begreifen, sich zu meißeln in den weichen Stein. Es ist Zeit, wieder allein zu sein. Hallo zusammen. Ich habe schon immer so empfunden, dass die Welt irgendwie total falsch tickt oder dass irgendwas total aus dem Ruder gelaufen ist. Zum Beispiel, ihr geht arbeiten, ihr geht 8 bis 10 Stunden am Tag arbeiten, ihr wollt Karriere machen, ihr wollt immer weiter. Von meinem Verständnis her wollt ihr eigentlich nur eine Leere in euch füllen. Wem wollt ihr denn was beweisen? Euren Eltern, euren Freunden, eurer Frau, eurem Mann, euch selbst? Warum könnt ihr nicht zur Ruhe kommen? Warum wollt ihr immer weiter? Warum seid ihr mit eurem jetzigen Beruf nicht zufrieden? Warum wollt ihr eine Weiterbildung machen? Ist es das Geld? Ist es das Ansehen? Warum könnt ihr nicht einfach mal nur da sitzen und euch mit euch selbst beschäftigen? Dann auf der anderen Seite kauft ihr immer wieder neue Sachen ein. Ihr habt 50, 60, 70, 80 T-Shirts im Schrank. Wenn ihr eine Frau seid, müsst ihr immer mit dem Trend gehen. Kauft euch neues Make-up, weil ihr euch davon verspricht, besser auszusehen oder vielleicht das Gefühl habt, ihr verpasst irgendwas. Dabei ist es ja so, dass das meiste Make-up und die meisten Beauty-Artikel ja durch Tierversuche erst entstehen. Also ist es schon mal eine ziemlich beschissene Sache. Und ihr habt das Gefühl, ihr müsst auf Arbeiten gehen, weil ihr einfach das Geld braucht, weil ihr immer neue Dinge braucht. Ihr habt mindestens einen Handyvertrag, ihr habt einen Fitnessstudio-Vertrag, ihr müsst vielleicht noch irgendwas abbezahlen, ihr habt ein Auto. Ich finde, das sind totale Dinge, die auf der einen Seite natürlich Spaß machen können und einen vielleicht auch weiterbringen, aber auf der anderen Seite auch totale Einschränkungen sind. Bei vielen Leuten ist es ja so, sie gehen ins Fitnessstudio ein paar Wochen lang und dann haben sie irgendwann keine Zeit oder keine Lust mehr, weil sie ja noch mit anderen Sachen beschäftigt sind und der Vertrag läuft natürlich weiter, ihr kommt dann nicht raus. Und ein Auto kann Segen sein, aber ich finde, ein Auto hat auch sehr viele negative Sachen. Also ich besitze selber ein Auto, ich mag mein Auto, es war sehr günstig, es ist alt, aber zuverlässig. Ja, aber es hat auch viele negative Seiten. Ich muss immer tanken gehen, es geht Geld für den Sprit drauf, es stinkt, Benzin stinkt für mich abartig, die Abgase werden immer krasser in den Städten, die Umwelt wird zerstört. Ja, ich muss immer gucken, dass das Auto läuft, dass ich nicht irgendwie reparieren muss, dann kommt der TÜV hinzu. Also was uns als Heilbringer oder als Segen verkauft wird, ist in echt auch nur eine krasse Abhängigkeit. Wir fahren 2 Kilometer ins Geschäft zum Auto meistens, anstatt das Fahrrad zu benutzen. Wir sind so total daran gewöhnt. Und auch mit den Klamotten ist es ja auch so, wir folgen dem Trend, der uns von irgendjemand vorgegeben wird. Wir sind so dumm, wir übernehmen einfach was uns irgendjemand vorgibt, den wir nicht mal kennen. Wir sind so abhängig von unserem Handy, ihr kennt es ja, der Klassiker, ne? Hier. Mehr muss ich dazu nicht sagen, es wird immer schlimmer. Handy hat auch einen Vorteil, das Internet ist nicht nur negativ, ihr könnt euch auch positive Sachen daraus ziehen, sieht es Stewie auch so, danke Stewie. Aber das meiste ist Ablenkung. Man wird verführt, Sachen zu bestellen, man wird mit irgendwelchen trashigen Dingen zugebombt und das ist richtig scheiße, finde ich. Und ich glaube, irgendwann ist das Maß so voll, dass wir uns wirklich wieder auf unsere Wurzeln zurückbeziehen. Und meine Wohnung, ich habe gar nicht so viele Sachen. Ich habe 7, 8, 9 T-Shirts, 4, 5 Hemden, 6 Hosen, 5 Paar Schuhe, die wesentlichen Dinge, die ich auch anziehe. Ihr habt doch bestimmt so viele Sachen in eurem Schrank, in eurem Kleiderschrank, dass ihr gar nicht anzieht. Ihr zieht natürlich nur die Sachen an, die euch am besten passen oder von denen ihr ausgeht, die euch am besten stehen. Dann behaltet doch nur diese Sachen, die euch am besten stehen oder mit denen ihr euch am wohlsten fühlt. Was wollt ihr denn mit den anderen Sachen? Verschenkt sie doch an Leute, die vielleicht weniger Geld haben als ihr. So ist es doch mit allen Sachen. Warum brauchen wir hunderte DVDs oder Spiele, die wir seit hunderten Jahren nicht mehr gespielt haben? Das ist doch alles nur Ballast. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch befreit von euren Handyverträgen, was immer ihr auch habt, befreit euch, wenn ihr könnt. Ihr werdet euch besser fühlen und habt dann wieder mehr Gedanken
euch selbst gegenüber. Ihr habt dann mehr Zeit für euch und werdet automatisch wieder die wesentlichen Dinge im Leben finden. Klar, dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es nicht so leicht. Es gibt Menschen, die müssen immer irgendwie auf Achse sein. Vielleicht ziehen sie ihre Energie daraus. Aber ich finde es trotzdem sehr wichtig für jeden Menschen, dass er wieder zu sich findet und sich von diesem ganzen Zeug nicht allzu sehr ablenken lässt. Bei mir war es ja so, ich habe damals sehr, sehr viel Zeit im Internet verbracht, weil es für mich auch normal war. Jeder aus meinem Bekanntenkreis hatte seinen PC gehabt und es war Standard. Du stehst auf, guckst mal rein, dann gehst du auf die Arbeit oder in die Schule, dann kommst du wieder nach Hause, dann zockst du ein bisschen, dann guckst du wieder, bist in ICQ oder MSN oder was es damals gab. Das war ganz normal, also die Gesellschaft lebte das ja auch vor, du denkst nicht drüber nach. Aber ich habe für mich festgestellt, dass es mir nicht gut tut, dass es negative Energien in mir auslöst oder auf mich überträgt, dass ich zu viele unnötige Dinge damit mache. Wie viele Menschen können ihr Smartphone wirklich verkaufen? Ihr seid schon so dran gewöhnt an euer PC, an euer Smartphone, dass es euch total schwer fällt, das wieder zu verkaufen. Das ist wie eine Droge. Ihr denkt, ihr verpasst was. Ihr denkt, ihr könnt nicht mehr ohne. Ja, ich habe dann zum Glück den Sprung geschafft. Ich bin von der Droge Internet weitgehend weggekommen. Ich habe den PC einfach verkauft. Dann habe ich erstmal angefangen, Fernsehen zu gucken. Dann habe ich aber nach ein paar Wochen festgestellt, dass so viel Scheiße im Fernsehen läuft, dass mich das total runterzieht und manipuliert. Dann habe ich auch meinen Receiver verkauft, dann war nichts mehr da. Dann war nur noch ich da, die Wohnung, ein paar Bücher und ja, und seitdem ging es mir besser. Ich habe nicht mehr im Internet nach meinem Heil gesucht. Ich habe angefangen, in mir zu suchen und auch mal draußen am Wochenende mal weggehen. Ich gehe gerne mal weg, nicht so oft, aber wenn, dann gehe ich ganz gerne mal weg. Es reicht mir so zweimal im Monat weg zu sein. Ich muss nicht immer unter Menschen sein. Aber ich habe dann in mir und im Außen gesucht. Im Außen meine ich nicht mit Ablenkung, sondern ich bin dann mal vor die Tür gegangen und habe mal mich wieder mehr mit Menschen getroffen, ein bisschen ausgetauscht und so weiter. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, euch zu lösen von Dingen, die euch nicht gut tun. Weil es ist ja wirklich so, nur wer wagt, der gewinnt auch was. Und es geht um euch. Und lasst euch nicht beeinflussen von dieser ganzen Scheiße, die hier immer wieder auftritt. Immer wieder neue Technologien, die ihr haben müsst. Immer wieder neue Trends und so weiter. Ihr seid nicht euer Auto. Ihr seid auch nicht euer Geld. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Lust, 8-9 Stunden am Tag zu arbeiten. Ich war noch nie ein Karrieremensch und werde es auch nie sein. Ich mache lieber die Dinge, die mir gut tun. Klar, ich bin nicht perfekt. Auch ich habe Phasen, wo ich wieder zurück ins Internet gehe und mich ablenke und so weiter und mich dann vielleicht schlecht fühle. Ist alles ein Prozess, gehört dazu. Ich strebe für mich keine Perfektion an, aber ich gebe trotzdem mein Bestes und lerne dazu. Und das wünsche ich euch von Herzen auch, dass ihr euren Weg findet, dass es euch gut geht, dass ihr vielleicht ein bisschen lockerer macht, dass ihr vielleicht tut es euch ja gut, auch nur halbtags zu arbeiten, dass ihr wieder ein bisschen mehr Zeit für euch habt. Teilt euch das Geld ein. Wenn ihr mehr Geld habt, seid ihr nicht unbedingt glücklicher. Dann gebt ihr auch mehr aus, wenn ihr mehr habt. Ich wünsche euch wirklich alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video. Dankeschön fürs Zuschauen.